Ich hätte sie fast nicht gehört. Eine alte Freundin. Samara. Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, Sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Sie sind bestimmt auf eigene Faust hier. Vielleicht wegen etwas Besonderem? Das stimmt. Zwei meiner Töchter leben hier. Und Sie sind der Grund. Nur Ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Wir haben Ihre andere Adat-Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und Sie sind hier, um sie zu retten. Ich habe die Verantwortung für Sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen Ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Halt! Gehen wir. Hat keinen Sinn, sie aufhalten zu wollen. Die hat ihren eigenen Kopf. Na gut. Mein Name ist Tasha Porey. Ich bin verwundet. Schwer. Geben Sie das meiner Bindungspartnerin, Vishra. Ich habe sie gebeten, zur Citadel zu gehen. Und sagen Sie Vishra, dass ich sie liebe. Sagen Sie ihr, es tut mir leid, dass wir gekämpft haben. Ich war so dumm. Ich wollte das alles nicht, Vishra. Ich möchte, dass du alles bekommst, was mir gehört, okay? Ich liebe dich. Ich liebe dich so. Und wieder etwas, das wir auf der Citadel abgeben müssen. Meine Güte, wir kriegen immer wieder Aufträge, die uns zur Citadel führen. Na gut, schauen wir mal, was wir denn hier anstellen können und von welchen Biestern diese Schreie ausgehen. Ich sag euch jetzt schon, das wird nicht schön. Das sind meine Angstgegner in Mass Effect. Liegt eine aber... Eine isolierte Festung. Die Adat-Yakshi müssen geglaubt haben, hier vor dem Krieg sicher zu sein. Sofern sie überhaupt davon wussten. Jetzt wissen sie es. Nee, liegt aber in der Klasse begründet, im Frontkämpfer, dass das meine Angstgegner sind. Weil die sehr, sehr schnell Instant-Kills landen können im Nahkampf. Gut, okay, dann schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ich glaube, es geht los. Oh, fuck, ich hasse sie so. Banshees, das sind indoktrinierte Asari. Oh Mann. Granate! Und Feuer! Kommt, durchdringt die... Ne, mach mal hier bitte. Warp. Wir gehen mal weiter mit dem Blutbad drauf. Bei denen will ich wirklich ungern einen Sturmangriff machen. Hat vielleicht Jarvik was? Ja. Dankeschön. Nicht doch, nicht doch. Okay, die hätten wir. Das wird unfein. Okay, bei denen wird es wirklich unschön, wenn man einen Sturmangriff benutzt, weil die eben im Nahkampf wirklich instant töten können. Und, naja, der Frontkämpfer, der geht nun mal immer direkt in den Nahkampf. Dementsprechend kann das eben sehr schnell zu Ende sein dann. So, weg mit euch. Noch einer? Ach, die kommen aus den Ritzen gekrochen. Na sowas. Hallo? Ah. Geht doch. So, ihr kümmert euch mal um den. Ich schaue mich dabei mal ein bisschen um hier. Ob wir nicht vielleicht noch irgendwas haben für uns. Ah, sieht aber gar nicht so aus, als ob das hier vorgesehen wäre. Eine Person, eine Asari. Was haben die Reaper getan? Indoktrination. Nur, dass die indoktrinierten Asari ein ganzes Stück gefährlicher sind als indoktrinierte Menschen. Aber wir können uns auch vorstellen, dass die nicht ohne Grund hier sein werden, wo es die gefährlichen Adat-Yakshi gibt. Denn wenn die Adat-Yakshi schon als normale Gestalten gefährlich sind, dann werden sie als indoktrinierte Adat-Yakshi wahrscheinlich auch nicht ohne sein.
Ich wundere mich bloß drüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Samara im zweiten Teil gesagt hat, dass es nur drei Adadyakshi gibt und dass das ihre Töchter sind. Aber wenn es hier ein ganzes Adadyakshi-Kloster gibt, in dem halt noch mehr Leute drin sind, dann wundert mich das irgendwie. Wer sind denn die anderen Adadyakshi? Wo kommen die auf einmal her? Naja, gut, das soll's. Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Adadyakshi. Sie... Mutter! Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin! Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in das da, Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Die Asari dachten, die Adadyakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Adadyakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen's, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemanden geholfen. Falair? Tut mir leid. Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Und es ist nicht ganz unverständlich, dass Falair das nicht so cool findet, denn immerhin ist das ihre Heimat letztendlich, ne? Und die soll jetzt einfach weggebombt werden. Ganz davon abgesehen, dass hier, billigend in Kauf genommen wird, dass alle sterben im Prinzip. Man bräuchte ein Brecheisen, um diese Türen aufzukriegen. Es war hier wirklich schön, bevor die Reaper kamen. Glaube ich euch. Bisschen staubig sieht's aus hier. Na gut, wir schauen erstmal kurz hier hinten in der Ecke, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Jethra, hier ist Gully. Ich habe den Extranet-Zugriff gesperrt. Die Schüler sollen nicht wegen dieser Reaper-Gerüchte in Panik geraten. Dennoch könnte es nicht schaden, unsere Vorräte zu überprüfen. Bitte bringen Sie mir vor dem Abendgebet eine Inventarliste. Ich kontaktiere später noch Tessia, um nachzufragen, weshalb die Asari in den Krieg ziehen. Gehen Sie in Frieden. Gut. Man hat es also mitgekriegt und hat Vorbereitungen getroffen, aber das hat offenbar nichts genützt. So, komm mal her, mein kleiner Marodeur hier. Mit euch kann ich gut leben. Ihr seid halbwegs angenehme Feinde. Oh. So, machen wir erstmal den Barrierenmotor kaputt. Der Rest sollte erstmal weniger problematisch werden. Oh, nett. Mal wieder was zum Sammeln. Und eine Waffe auch noch. Mensch, hier ist ja was los. Was ist denn das für eine? Eine Schrotflinte ist das, okay? Warum nicht? Achso, das ist Javik. Ich neige irgendwie echt immer dazu, meine eigenen Leute zu töten. Oder anzugreifen zumindest. Ich weiß auch nicht. So, erstmal herrscht Ruhe. Noch war keine Banshee mit dabei. Solange die noch nicht mit auftauchen, ist es okay. Die kleinen Typen, die sind nicht das Problem. Aber gegen die Banshee, oh. Ich hasse sie. Jethra, ich habe das neue Mädchen in eine Zelle sperren lassen. Die Justikarin, die sie zu uns gebracht hat, Justikarin Fora, sagte, sie habe Probleme gehabt, die Gefangene zu überzeugen, dass ihre Verbringung ins Kloster notwendig ist. Das könnte erklären, warum das Mädchen ihre Wachen angegriffen hat. Sie kann von Glück sagen, dass Fora dabei nicht zugegen war.
Der Kodex der Justikarinnen hätte eine Hinrichtung erfordert. Ich werde andere Justikarinnen befragen, wie weit Fora bei der Anwendung des Kodex gehen darf. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Gefangenen plötzlich völlig verängstigt hier ankommen, aber es war mit Sicherheit das letzte Mal. Matriarchin Galay. Jeshua? Ich habe die diesjährigen Kandidatinnen für begleitende Besuche auf Thessia durchgesehen. Ich genehmige alle bis auf Yennis. Sie ist impulsiv, raffiniert und, was am schlimmsten ist, eine Romantikerin. Eine schlechtere Kombination können wir gar nicht aus unseren Mauern nach draußen lassen. Ich finde es verdächtig, dass sie überhaupt auf der Liste stand. Wir sollten dem nachgehen und hoffen, dass das nicht auch von Yennis manipuliert wurde. Es kostet sehr viel Zeit und Mühe, die Regierung von Thessia zu überreden, dass unsere besten Schülerinnen ihre eigene Heimatwelt besuchen dürfen. Solange Yennis nicht erwachsen wird, gehört sie jedenfalls nicht dazu. Matriarchin Galay. So, noch ein paar Credits. Die Modstation brauchen wir eigentlich nicht. Schauen wir uns mal weiter um. Ich glaube, hier oben geht's nicht weiter, also ab nach unten. Und schön Obacht geben. Nein. Ich möchte nicht. Oh, shit. Ah, wirf mal bitte eine Granate. Vielleicht auch dorthin, wo sie steht. Das wäre ganz gut. Ich habe doch auch irgendwas, oder? Die Schockwelle bringt mir momentan nichts gegen ihre Barrieren. Okay. Krühe-Munition. Weiß ich nicht, ob mir das was bringt. Den Sturmangriff will ich jetzt garantiert nicht einsetzen. Auch ziehen bringt mir bei Barrieren nichts. Das ist natürlich blöd. Na komm. Lass mal drauf feuern. Zumindest bis die Barriere hinüber ist. Und jetzt sollte ich mir mal ganz dringend einen Gegner suchen, auf den ich draufstürmen kann. Haben wir hier einen in der Nähe zufällig? Ah. Sehr gut. So habe ich mir das doch vorgestellt. So, dann kümmern wir uns erstmal um die. Und Javik und Liara können sich derweil mal mit der Banshee anfreunden. So, jetzt mache ich auch mal mit hier. Komm schon. So, die hätten wir. Sehr gut. Immer schön auf Abstand bleiben bei denen. So, ihr seid jetzt weniger das Problem. Das können wir schnell mal beiseite räumen hier. Ach, an den komme ich nicht ran von hier aus. Na, sowas. Okay, ich glaube, wir haben's. Bisschen Muni wäre ganz gut. Dass ich tatsächlich mal in die Gelegenheit komme, hier rumschießen zu müssen. Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst immer gemacht hatte. Ob ich da irgendeine andere Taktik an den Tag gelegt habe, um die Banshees auszuschalten. Naja gut, aber wir kommen ja so auch durch. Weiter geht's. Zum Glück kommen die Banshees nicht im Doppelpack oder Dreierpack. Das wäre schrecklich. Okay. Diese Stille schon wieder. Haben wir hier irgendwas noch zum Einsacken? Ja, natürlich. Natürlich gibt's was für uns. Jetzt sind wir zumindest schon mal da, wo Falair und Morinth sage ich schon, ich meine natürlich Samara, gleich so hingekommen sind. Mit einmal hüpfen und mit Biotik abfangen, Federn. Noch eine tote Elite-Soldatin. Die Asari hätten die Adat Yakshi beseitigen sollen. Mit beseitigen meinen sie töten. Mein Volk hätte nie zugelassen, dass solche Monster unter ihnen leben. Sie mochten wohl keine Konkurrenz? Sie mochten kein Mitgefühl, habe ich eher das Gefühl. Davon hatten sie offenbar nicht allzu viel. Na ja gut. Weiter geht's. Der Fahrstuhl funktioniert immerhin. Auf zur großen Halle. Okay, ein Level up für uns, das ist schon mal ganz nett. Und da liegt die Bombe. Wir haben unsere Bombe. Und Valer. Rila, mach auf! Valer, Rila hört uns nicht. Sie doch, sie lebt noch. Ich weiß.
aber es geht Rila nicht gut. Rila ist noch keine von denen. Unmöglich. Sie muss nur aufwachen. Na, ob das noch was wird? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich glaube, du kannst Rila nicht retten. Rila? Rila, hörst du mich? Zu spät. Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Wir brauchen einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Später. Na toll. Die Bombe verteidigen. Und wir haben wieder Spaß mit unseren Banshees. Okay. Gleich mehrere. Shit. Wo ich es vorhin noch meinte, ne? So, lass erstmal den hier beseitigen. Komm. Nerv mal nicht rum, Junge. So, okay. Das ist nicht die... Oh Gott, ist die groß. Das ist nicht die Banshee, die ich wollte. Ich wollte die hier. So, aber bei der kann zumindest Jarvik schon mal eingreifen. Ich kümmere mich mal um die hier. Oh shit, ich gehe erstmal... Nee, nicht in die Nähe von der! Bist du verrückt? Gott, oh Gott. Haben wir hier vielleicht auch noch irgendwelche kleineren Gegner? Nee, ne? Shit. Oh Mann. Lass erstmal die hier beseitigen. Okay, komm, jetzt kann ich auch mal den... Gut, den Nahkampf, den Sturmangriff wagen. Wenn sie schon fast tot ist, dann geht das. Okay, ich gehe mal in Deckung. Jetzt sollten wir es doch gut hinkriegen eigentlich. Wunderbar. Und Jarvik. Okay. Und drauf. Stirb. Wir haben keine mehr. Für den Moment. Gehen wir zurück zur Bombe. Okay, die hätten wir geschafft. Dann schauen wir mal, wo der Zünder ist. Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh! Los! Nein! Rila! Ich liebe dich. Rila! Ein letzter Willensakt. Thank you.
Rila! Wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Valer. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Valer. Mutter, nicht! Meine Töchter. Ihr wart viel stärker, als ich gedacht. Loslassen. Was tun Sie da? Dem Kodex folgen. Indem Sie Ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Ich würde es verstehen, wenn Sie Valer hier helfen wollen. Das muss warten. Vorher helfe ich gegen die Reaper. Ich rede mit Valer und schließe mich Ihnen dann an. Wenn Sie wollen? Wäre mir eine Ehre. Mir auch, mein Freund. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Eine derart zugespitzte Lage war nicht vorherzusehen. Darum habe ich die Bombe gezündet. Mögen die Adat Yakshi in Frieden ruhen. Das Vorgehen der Reaper war monströs. Ein weiteres Team von Soldatinnen war schon zum Kloster unterwegs. Ich unterstelle Sie jetzt offiziell Admiral Hackett. Sie werden Ihnen loyal dienen. Leben Sie wohl. Tja, mehr konnten wir nicht tun, als Samara vor einer großen Dummheit zu bewahren, dass sie sich selbst umbringt. Und ich glaube, als sie sagte, dass sie mit uns kommt, meinte sie nicht, dass sie mit auf die Normandy kommt. Denn das wäre mir neu, dass sie jetzt mit auf der Normandy ist. Sondern sie nimmt halt am Kampf gegen die Reaper mit teil, auf unserer Seite sozusagen. Und naja, mehr als zwei konnten wir am Ende nicht retten, nämlich Samara und Valer. Und die zweite Schwester, die zweite Tochter, die konnten wir leider nicht retten, die Rila. Die hat aber trotzdem was Gutes getan. Sie hat die ganzen Banshees, die dort drin waren, umgebracht. Und das waren sehr, sehr viele, wie wir gesehen haben. Und wir haben mitgekriegt, wie unangenehm die im Kampf sind als Gegner. Und dann stell sich mal vor, man hätte gegen die kämpfen müssen. Mit diesen Anzügen ganz gut zurecht. Vielleicht könnten sie ihnen ja auch sowas anfertigen. Gibt's schon. Ein schützendes Exoskelett zu medizinischen Zwecken. Ich könnte sogar einen mit Rallye-Streifen kriegen. Wo liegt dann das Problem? Es fühlt sich an, als hätte man eine schwere Panzerung an und das würde meine Wahrnehmung des Raums total aus dem Gleichgewicht bringen. Ich trage schwere Panzerung und meine Wahrnehmung des Raums ist bestens. Oh, das letzte Shuttle, das Sie geflogen haben, ist jetzt Schrottweger. Ich muss beim Fliegen spüren, wie sich mein Gleichgewicht verlagert. Ich muss spüren, wie sich das Schiff mit mir bewegt. Wenn man mir das nimmt, ich weiß nicht, dann bin ich sicher immer noch gut. Aber eben nicht mehr ich selbst. Klar, das verstehe ich. Außerdem, haben Sie Tali gesehen? Ich habe gar nicht die Hüften, um einen Anzug so zu tragen wie Sie. Gut, dass Sie Samara das ausreden konnten. Hätte nie gedacht, dass sie ihre Pflicht mal nicht erfüllt.
Ich weiß nicht. Einerseits war dieser Kodex alles, wofür sie gelebt hat, und das seit Jahrhunderten. Aber dann geht die Galaxie den Bach runter und die alten Regeln werden bedeutungslos. Ich meine, wir nehmen schon immer den kürzesten Weg, richtig? Meistens. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, kann uns die Allianz immer noch vor ein Kriegsgericht stellen. Commander? Okay, mehr gibt's nicht bei Joker. Schade eigentlich.